Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Disc Creatures. Wir sind... Ich glaube, das Letzte, was wir gemacht haben, war, diesen Baum zu entfernen. Und jetzt latschen wir... Oh! Mea culpa. Wenn ich in diese Richtung komme, muss es heißen, dass der Baum weg ist. Ja, den habe ich weggemacht mit diesem... Hexer-Bot-Roboter-Ding. Und er hat sich gedacht, jo, wir wollen einfach zurückgehen. Der Pfad war blockiert und jetzt... wieder zurückgehen. Ich bin auch ein Disc Ranger, das stimmt, und ich gehe in den Wald. Ich habe die Stories gehört. Vogelscheuchen und irgendein Bruder, bla bla. Ich bin auf jeden Fall hier, um was zu tun. Komische Dinge passieren in diesem Wald. Ja. Manchmal gibt es Knacken in den Büschen, wenn Pärchen verschwinden in den Büschen, und dann gibt es komische Geräusche, wie sind sie entführt werden. So, oh. Ja, ich bin ready. Was kriege ich? Exorcisin. Exorzisin ist. Da kann man den Husten raus exorcisen. Okay, das ist quasi Fluchheiler. Oh lol, kommt schon näher. Digga, was ist los? Stopp, stopp, stopp. Hallo? Bonbon ist tot. Das war jetzt nicht. Zurück in die Stadt. Genau, wir sehen Jubla! Coffee. Das Café. Ah, lol. Falscher Knopf. So, jetzt. Hello, hello. Ja, bitte heilen Kreaturen. Bei dem Spiel ist es total spannend. Ich finde es total schwer, Ton abzumischen. Weil das Spiel sehr hohe Sounds hat, also sehr hohe Musik. Sag ich mal, also à la Pokémon Retro sehr durchgängige Dinger. Ich bin übrigens sehr happy, ich habe mir vor kurzem eine Repo gekauft. Repo. Oh lol, meine Tastatur hat sich gerade gebunden. Hab mir Pokémon Feuerrot gekauft. Gefunden, endlich. Es ist zwar ehrlichweise nur eine Repo, aber eine von einem süßen kleinen Shop in Deutschland. Scarab. Und sie funktioniert einwandfrei. Ich bin mittlerweile bei Orden 6, glaube ich. Und es war mir ein echtes Bedürfnis, die zu haben, weil... sie, das letzte war, das mir in der Sammlung gefehlt hat. Jetzt habe ich aus jedem erschienenen Spiele-Reihe, könnte man sagen. Also quasi, wenn man zusammenfasst, rot-blau, dann Cut macht, dann ist gelb oder Diamant-Perl oder was auch immer. Da habe ich zumindest immer eins Spiel aus diesen, aus den Spielen, wenn man das Sinn macht. Ich bin auf jeden Fall happy. Jawohl. Jawohl. Ah, das ist nicht so gut. Das ist viel besser. Gut. Müssen wieder reinkommen. Eine Bartel und eine Scarrel-Disc. Disc kann ich nur... Kann ich die auch so... Kann ich die auch so... anbringen? Ne, ich glaube, da muss ich auf den... Da muss ich auf den PC. So. Dass ich es rausbekomme. Bartel, Level 6. Level 8, Level 9. Feuer. Versuchen wir's. Blast auf den. Aua. Ich muss sagen, also so ich finde das Spiel echt witzig, also auch die Geschichten okay. Ich hätte aber noch gar kein Bedürfnis gehabt, mein Team auszutauschen. Also, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist oder ob das später noch kommt. Oh, neuer Move. Aber ich habe noch gar kein Bedürfnis, weil die sind echt ganz gut. Noch kein Bedürfnis gehabt, die mir auszutauschen. Oh, ja. Du bist mein Powerhouse. Du kriegst nur... kackstarke Dinger. Hier lang in die Juglan Woods. Diejenigen, die sich vor Geistern fürchten, reisen am besten mit einem Syndraw, also dem Feuervogel, oder einem anderen Feuertyp. Das ist ja gut, weil Bob-Omb ist ja bekannt, ich weiß. Feuer.
gibt keinen Ton und diese Bäume schauen alle irgendwie aus, als würden sie mich ansehen. Eieiei. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir echt gar nicht. Ja, ich bin in den Juglan Woods, ja, das ist richtig. Nee, es ist eher unsympathisch. Und ich suche... Genau, meine Aufgabe war... Oh. Guter Soundtrack. Und wir heilen mal unsere Kreaturen hoch. Dann schauen wir mal, ob wir ein paar Discs haben zum Aktivieren. Ja, hier, das Scarrow, nehme ich mal an, können wir aktivieren. Jawohl. Sehr gut. Und wir nennen es, Boah, kein Bock auf Namen geben gerade. Boogaboo. Das ist total gruselig, deswegen nennen wir es Boogaboo. Ja. Das sieht auch geil aus, eigentlich. Drillroid. Irgendwelche. Nee. Hier. Die schauen alle sehr fortgeschritten aus. Hier. Ah, das habe ich auch schon angeklickt. Ah, hier. Lol, schau mal. Ognion. Stimmt, Ognion. Ich finde, Ognion ist der perfekte Name. Den will ich gar nicht ändern. Ognion. Gut, los geht's. Nicht so gut. Also aufpassen, Kinder. Wenn ihr da reingeht, dann werdet ihr vermampft. Rosin. Was ist das? Rosin. Rosin. Ah, okay. Das ist, Alter. Oh shit, was passiert jetzt? Well, well. Ein Mensch von fern gekommen. Willkommen im Juglan-Wald sollst du sein. Du wirst eine Menge Spuk und gruselig und Grusel sehen, aber... Das ist einfach... Ich hoffe, es gefällt dir. Inmitten dieser Bäume. Das hatte so, Lancer-Vibes aus... Oh, scheiße, nicht schnell. Lancer-Vibes aus, das sind Spook übrigens gewesen. Spook aus, Deltarune. Nehmen wir an, die sind anfällig auf Feuer. Nehme ich an. Ja, sehr gut. Ist alles kein Problem. Meine Lieben, alles kein Problem. Oh, was für ein Geräusch. Hey, eine Vogelscheuche. Es ist nur eine Vogelscheuche. Naja. Die chargen ziemlich hart. Nur eine Vogelscheuche würde ich nicht sagen. Ich meine, die sind anscheinend alle ein bisschen umgusteln. Wenn man den Geschichten so zuhört. Slobber. Lalalala. Also mit Bobomb habe ich hier richtig viel Freude. Ei. Oh nein. So, einfach draufhauen. Einfach draufhauen. Eben. Geht doch alles. Oh. Oh lol. Ich habe gerade schon wieder meine Tastatur abgesteckt. Okay. Das erste Mal ein Dungeon, wo man ein bisschen mehr tun kann. 9 Pico. Oh shit. Ah! Jetzt habe ich auf die Kamera geschaut, um so ein bisschen zu tun. So, oh nein, ich bin so eingeschüchtert. Ich bin wirklich erschrocken. Oh Mann. Belastend.
Belasto. Der ist weak to spirit. Nächstes Mal schauen. Nicht gut, wenn er weak to spirit ist im Spiritwald. Alle viele mit, kann man den fucking Kloboden auslegen mit Battle-Discs. Oh, Highspeed Memory. Cool. Ah! Vogelscheuche! Ja, keine Ahnung, was sie da macht. Junge, Junge. Grusel, Grusel und Gewusel, sag ich da nur. Oh, was? Oh, lol, ich kann nicht mehr zurück. Alles klar. Das ist natürlich good to know. Aber auch nicht so gut. Wenn ihr wisst, was ich meine. Alter! Speedy Gonzales! Ah, da liegt was. Ein Energin. Energin ist immer gut. Oh, Schande. Was bist du? Ein Strawman. Ein Strohmann. Ist der auch Luft? Ja, das. Warte mal. Das hittet alle Enemies. Geh mal aufs Maul und du den. Aua. Wow. Geiler Effekt. Geiler Soundeffekt. Das ist ein Verteidiger, der Strongman. Okay. Ah, Mesh hat keine Mana auf 5. Fireball, Electroball. Du machst Acidorie-Seed, was irgendwer doch überleben sollte. Gib ihm. Eine Strawman-Disc, sehr gut. Er schaut schon witzig aus. Oh. Nur eine Vogelscheuche. Ich glaube nicht, dass das nur Vogelscheuchen sind. Wie der Goofy ausschaut. Eine große Vogelscheuche. Leute, entspannt euch. Was bist du denn? Ein Grooch. Ich bin ambushed. Ich habe dich schon seit 3 Jahren gesehen. Er ist sicher ein Geist. Haben die alle keine Anzeigen? Anzeige ist raus? Fragezeichen? Nee, passt schon. Ah. Flick bringt mir hier jetzt nicht so viel. Aua. Da so, hau mal so drauf. Ja, sehr gut. Eieiei. Oh wow, der kann so gegenschlagen. Nicht so gut. Shit. Das ist jetzt natürlich nicht so praktisch. Ich meine, ich könnte hoffen, dass ich es jetzt schaffe, mit meinem Magical Light die Dinger einfach zusammenzuhauen. Das hat schon mal nicht funktioniert. Ah, weak to magic. Strawman, weak to magic. Oh. Du e-charge, du hilfst den und du blastest den. Alter, was ist mit ihm los? Der macht ja gar keinen Schaden. Hm. Nicht so lecker. So, einfach draufhauen. Ja, der E-Charged. Okay, ja, gut. Dann ist er sowieso tot. Ja, das war jetzt eher knapp. Knapp. Noch eine Vogelscheuche. Ich spreche die alle an. Und eine Gro... Gut, wir verstehen uns. Ich laber jetzt doch nicht alle an. Aber ich laber diese CD an. Detoxin. Warte mal. Oh, lalalala. Kommt, bisschen Energon. Auf die ärgsten Wunden. Oh, oh. It haunts me. It haunts me.
Dumm. Hey, ja, ja, aua, 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 sagt der Bauer. Meine Äpfel sind zu sauer. Jeotsch, ist das dein Name? Jeotsch. Jeez, es tut mir leid. Kein Problem, Jeotsch. Ich weiß nicht seinen Namen, ich tue nur so. Ja, ein Geist, ja, ja, ich bin der Disc Ranger. Let's battle. Warum will Jeotsch mich jetzt bekämpfen? Spook und Grooch. Ja, selber Geister. Warum hat er Angst vor Geistern? So, machen wir das so. Das Spook ist blöd. Aua. Das ist sehr gut. Scheiße, der kann so Eis-Moves. Nicht gut. Du Fireballs den, du Electroballs meinetwegen den auch und du Powerdowns den. Okay, nächstes Mal hau ich dem linken drauf. Aua, scheiße. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist gut. Mann, ist so doof. Doof. Warte mal. Du Magic Lights alle. Geht das aus? Ja, geht sie aus. Gut. Du Elektro. Nein, geht sie nicht aus. Du kannst gar nichts machen. Du musst E-Chargen und du. Power Down stehen da. Das geht sogar noch aus. Eieiei. Eieieiei. Power Down ist schon mal sehr gut. Es müssen nämlich mindestens zwei heilen. Magic Light wird die halt ziemlich verkloppen. Dann machen wir da das und dann machen wir alle drei. Jetzt werden alle nämlich e-chargen. Ja, 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 das ist... Außerdem, gut, dann der nicht. Aber das sind... What the fuck? Ja, war schon mal okay. Eieiei. Das war jetzt einmal nicht so gut. Eieiei, das war jetzt nicht so gut. Ah doch, lol, lol. Das passt schon so. Mach bitte den einmal weg. Oder den. Power down bringt eigentlich. One extra rest ist jetzt einfach. Der E-Charge, das werden wir ausnutzen. Der ist mal weg. Wunderbar. Jawohl. Gut, gut, gut. Jetzt geht was weiter. Oh. You've got mail. Ja, scheißegal, welche Mail. Ja, jetzt gehen wir einfach auf volle Attacke. Jawohl. Und das war's schon. Gute EP. Metaton, Level... Was, 10? Ja. Oh lol! Erst eine Vogelscheuche. Ja, die Vogelscheuche hat ein Item. Energin Silver. Ah. Creepy, 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 creepy. Ah, der recovered mehr. Ich mal für den Kampf auf. Ein bisschen. Ding, wir speichern auch kurz mal. Alter. Oh, ja, ja, erratisch, erratisch. So, das geht ja easy cheesy. Jetzt wissen wir mittlerweile, wie wir gegen die kämpfen. Jawohl. Jawohl, gar kein Problem mehr. Zwei Spork-Discs. Flick ist jetzt auch Level 10. Ein Träumchen, sage ich euch. Und einen neuen Move. Was kann er denn jetzt? Der liebe Flick. Oh. Schockniedel. Nehmen wir statt Power Down. Danke. Mikro ein bisschen näher, dass er mich eh hört. Gut. Oi, 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 oi. Was? Die kommen zum Tempo daher. Jungo, Jungo, Zungo. Ja.
Schockmiedel. Aua. Weniger Aua, aber Ding. Okay, der ist langsam. Oi, 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 oi. Ah! Ziemlich gelesen, was ich da bekommen habe. A Scope. Kann ich das einsetzen oder. Ah, Equip. Ah! Bob-Omb bekommt das. Equip. Ein Scope. Weil so. Kann der in dem Wald, wo es eh. Mit Feuer sehr gut geht. Wo ist hier los? Deep into the woods, Stone Tone Monument, beware of Blazoars. Oh boy. Okay, das ist jetzt ein Discafé, aber ich kann quasi mit diesem Leapfrog nicht hierher zurückspringen. Na gut, ist egal. Sehr gut. Danke. Ist auch eher einsam hier drin. Boah, schauen wir mal, ob ich neue. Das Ding muss sich aus wie eine Kackwurst. So, was bist du? Spock. De. Was habe ich gesagt? Was erinnert mich das? An Lancer. Dann nenne ich auch den Lancer. Lancer. Sein Lancer. Ich will sie nicht in mein Team. Und dann noch der Strawman. Boah, jetzt weiß ich gar nicht, wie das. Genau. Senju. 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 It's me. Senju. Ich glaube, das war sie. Danke. Wir singen. Mal darüber schauen zum Stone Tone Monument. Oh! Oh! Ach, das ist ein Blazor. Blazor. Der Feuer und Erde. Der mein Feuerball. Dann ball ich den mal. Schock den weg. Ah, der E-Charge schon. Gut, dass ich den auch hauen wollte. Ja. Oh, Strong gegen Elektro. Das ist natürlich blöd. Das habe ich nicht gewusst. Ah, okay, Erde-Ding, ja, das kann, hätte man sich schon denken können. Aua. Jawohl. Jawohl, der Blazoar ist schon weg, war. Und du Electroballst den und du blastest den. Dann haben wir das hier geschafft. Jawohl. So hart war der Blazoar jetzt auch nicht. Was ist denn das schon? Das ist für ein Automaton. Einen Popper. Das ist ein Popper. Ah, cool. Also ein One-Hit-KO-Maschine. Stone-Tone-Monument. Ach, Steinton. Ah, okay. Hallo Vogelscheuche. Battle. Na, dann machen wir den Kampf noch und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Ja, bist ein echter Kerl. Hau mich zusammen. Eine Zesp? Elektro. Also, wir konzentrieren uns erstmal auf das, was wir wissen. Confuser mal den, vor dem ich ein bisschen Angst. Du Schockniedel mal den da.
Ah, oh, Shock Needle kommt mir bekannt vor. Aua. Jawohl, sehr gut. Der ist schon mal weg und der ist verwirrt. Sehr gut. Surefire mal auf den, du Electroballs den und du probierst mal ein bisschen Artilleriesaat aus. Aua. Jawohl. Oh, das war gut. Jawohl. Taspert itself. Und das war ja ein Traumkampf. Und Bob Omb auf Level 10 auch. Sehr gut. Ich bin ein sehr, sehr tapferes Kind, ja. Jetzt gehen wir noch heilen. Auch wenn ich leapfroggen kann, ich kann hineinwalken. Und dann war's fürs für die Folge wieder. Wir werden nächste Folge dann tief in den Wald gehen. Weiterschauen, was es mit allem so auf sich hat. Waren schon ein paar lustige Sachen dabei. Natürlich. Ein paar gruselige Sachen waren dabei. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr weiterhin Spaß habt mit Disc Creatures. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.